Habt ihr gesehen, was da draußen vor sich geht? Oder kümmert es euch nicht? Man muss sie an die Ordnung der Dinge. Ja, verstehen Sie. Und Tobi. Super. Lasst sie aufeinander los. Spielfeld. Pet sich ein Päuschen. Spielstand ist leider 1-0 inzwischen. Für warum spielen denn die schon wieder dahin? Ja, leider nicht für uns. Leider müssen wir sagen, es sind schon 3 Tore gegen uns gefallen. Ja, eigentlich wollte ich hier mein zweites Bier holen. Und eine tolle Überraschung. Es gab ein Tor für uns. Ein Tor für unsere Gegner. Das heißt, der Spielstand jetzt gerade nach der Halbzeit 4-2. 5-3 für die Konakas. 77. Spielminute. Und der erste ist die Handball. Die sind noch da, verkürzen auf 5-4. In der Nachspielzeit fällt der 11. Treffer des Nachmittags. Torschütze zum 7-4 für die Braun-Goldenen, für die Oysters von Viva Con Aqua, war mit der Nummer 18 der Stefan. Hat jemand das Spiel? Liebe Fußballfreunde, wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Musikern, bei denen, die heute mit dabei waren, von den Sportfreunden Stiller, von Schandmaul, den Killerpilzen, La Brass Banda, bei Schuh von Blumentopf, bei Fiddlerscreen und bei Specky von In Extremo. Warum habt ihr verloren? Weil die anderen besser waren. Nö, wir waren schlechter. Nee, die anderen waren besser. Wir waren schlechter. Also ich sag mal, wo ich auf der Bank war, da hatten die Spiele im Griff und nicht die Bank. Ja. Dann haben wir halt den Fehler gemacht, die wieder reinzuschieben. Die Tore sind nur gefallen, als wir draußen waren. Oder? Wir haben ja einen Torschützen, trotzdem hat es nicht ganz gereicht. Ich sag mal, Aussehen, ja, war der 10-0 im Vorteil. Ja.